Ich finde meine Zipfel heute sehr schön, deswegen. Hey Leute, hier ist Anso und ich habe gedacht, wir labern heute einfach mal wieder ein bisschen miteinander. Und zwar habe ich mir nämlich nach der Woche in Kyoto mit den Daily Vlogs erstmal eine ganze Woche Auszeit genommen. Das heißt, ich habe keine Videos gedreht, keine Videos geschnitten, keine Videos irgendwie angefasst oder über irgendwelche Videos nachgedacht, sondern wirklich einfach mal das so ein bisschen aus meinem Kopf versucht rauszubekommen. Aber ich habe heute eine Kleinigkeit, die ich mit euch teilen möchte, sozusagen. Eigentlich stehen zurzeit noch zwei Videos an, die geschnitten werden müssen. Und zwar ist das einmal ein Video von meinem Trip zum Mount Fuji und einmal ein Video zu dem Seishinju Hachi Ticket. Also das ist das Zugticket, mit dem ich nach Kyoto gefahren bin. Und das ist sehr, sehr günstig und relativ praktisch, wenn man halt mal in Japan so ein bisschen rumkommen will. Deswegen will ich darüber auch nochmal so ein kleines Video machen. Wobei das eher so informativ und voice-over-mäßig wird und ja, keine Ahnung. Aber es gibt eine andere Sache, die mich sehr gefreut hat in den letzten Tagen. Und zwar haben wir mit Hilfe der Daily Vlogs wahrscheinlich vor ein paar Tagen die 500 Abonnenten geschafft. Yay! Das heißt, wir sind jetzt mehr als 500 und das ist für mich so ein bisschen, ich weiß nicht, also vielleicht einige, die schon länger dabei sind, wissen, wie ich mich damals über die 100 Abonnenten gefreut habe. Und ich freue mich gefühlt halt auch fünfmal mehr über die 500 Abonnenten. Und ich muss sagen, dass ich eigentlich sehr froh bin, dass auch so viel kommentiert wird und vor allen Dingen, dass auch so viel Positives kommentiert wird. Also die meisten Kommentare, die ich bekomme, sind halt wirklich alle sehr, sehr lieb und ich freue mich immer, die zu lesen und zu beantworten. Deswegen habe ich gedacht, ich möchte irgendwas machen, um euch irgendwie mal ein bisschen was zurückzugeben. Und ich habe eine Weile drüber nachgedacht, was ich machen könnte, was nicht zu teuer wird, denn ich habe nicht so viel Geld. Und deswegen habe ich überlegt, was ich euch vielleicht geben könnte, was ich habe und was ich vielleicht nicht brauche. Und da ist mir vielleicht eine gute Idee gekommen. Ich weiß nicht, inwiefern das jetzt bei den ganzen neuen Abonnenten so in letzter Zeit ist, ob ihr auch so Anime-Interesse habt oder nicht. Ich weiß, dass viele meiner Abonnenten in diese Richtung gehen und deswegen habe ich mir halt was in diese Richtung überlegt. Und zwar wissen einige von euch ja wahrscheinlich, dass ich diese One Piece Sticker sammle. Also das sind so kleine, sagen wir, Quality Low Hanuta Dinger und da drin sind immer so One Piece Sticker und die habe ich jetzt eine Weile lang arg gesammelt. Ich habe sie immer noch nicht alle, mir fehlen immer noch 7 von den 24, aber ich habe mittlerweile schon einige doppelt und deswegen habe ich gedacht, ist es vielleicht eine nette Idee, wenn ich euch ein paar davon abgebe. Und zwar werde ich euch einfach mein Bild einblenden, wo alle Sticker drauf sind, die ich doppelt habe. Und ihr schreibt mir einfach in die Kommentare drei Charaktere davon, die ihr euch gerne wünschen würdet. Und ich werde dann so random zwei oder drei Kommentare raussuchen, wo ich dann versuche, die Leute so glücklich wie möglich zu machen. Das heißt, dass ich versuche, euch die drei Charaktere, die ihr mir aufschreibt, auch sozusagen dann zu geben und dann halt noch ein paar andere, weil wie gesagt sind es einige. Die Sticker sind halt... Sanji fällt runter. Die Sticker sind halt klein und leicht und die kann ich in den Briefumschlag packen und den nach Deutschland schicken. Das sollte nicht allzu teuer werden. Und das habe ich gedacht, das ist mal drin, das können wir machen. Und ja, ich möchte mich auch nochmal ganz, ganz doll bei euch bedanken, dass das alles wirklich für mich so viel Spaß macht, euch scheinbar auch so viel Spaß macht. Und bei den neuen Abonnenten interessiert es mich vor allen Dingen, was ihr so an Japan mögt. Also gerade die Leute, die vielleicht von Max' Kanal so ein bisschen rübergekommen sind. Autos werde ich euch hier, glaube ich, nicht bieten können. Bei mir geht es eher so ein bisschen einerseits Richtung Anime, andererseits auch so ein bisschen Richtung Japanisch und japanische Kultur. Ich hoffe, dass euch das bewusst ist und ihr mir treu bleibt und ja. Und ich wollte einfach nochmal Danke sagen, dass das Ganze so viel Spaß macht und ich gucke immer noch andauernd in diese Abonnentenliste, die man bei YouTube hat und denke mir so, oh, wer sind die Neuen, wer sind die Neuen? Und es ging jetzt in letzter Zeit echt so schnell, also zum Jahresanfang am 1.1. hatten wir die 400 und dann irgendwie gefühlt eine Woche später oder so oder anderthalb Wochen später dann schon die 500 und ich war so, okay, stopp, wartet mal. Deswegen... Ja, und es hat auch nicht aufgehört. Also ich glaube, aktuell sind wir, jetzt wo ich das Video drehe, gerade bei 512 oder so. Und ich freue mich immer über alle Kommentare, denn wie ihr wisst, antworte ich auch sehr gerne eure Kommentare und lese die sehr gerne. Und ich versuche wirklich immer auf so viele Kommentare wie möglich zu antworten. Und ja.
Und wie gesagt, nochmal ein ganz, ganz großes Danke an euch alle. Ich freue mich wirklich darüber, dass es allen so viel Spaß macht. Und ja, demnächst kommt dann das Video von Mount Fuji und das Seishun Juhachi Video. Und dann sehen wir uns in meinem nächsten Video. Yay! Mein Lieblingssticker ist übrigens nicht doppelt. Und zwar Zoro! Zoro! Santorio! ja, den habe ich leider nur ein einziges Mal und den werde ich nicht hergeben. Es tut mir leid. Meins.